Heute werden die Bretter anders gebohrt, Leute. Drei Gänge hochschalten und Abfahrt, sag ich euch. Ja? Brücke an Maschinenraum! Wir brauchen mehr Kohlen! Ich werde so reinscheißen, Leute. Ich weiß das schon. Ich werde so abkacken auf dem Rückweg. Jetzt geht's ja wieder bergab. Da habe ich wieder gute Laune. Hola muchachos, welcome to Palma in Spanien. Ja, herrliches Wetter heute. Ich bin jetzt schon 2 Tage hier. Heute will ich das erste Mal Fahrrad fahren. Mein Ziel ist es, auf den Col de Soler zu hacken, mal ein paar Höhenmeter zu sammeln und mir mal die Landschaft anzugucken. Ich bin jetzt schon 20 Kilometer knapp hergefahren und festgestellt, dass ich eine mächtige Wurst bin. Aber wir wollen es trotzdem mal probieren. Also, let's go. Ich bin ja in Pagera gestartet, bin jetzt quer durch Palma und Umland gefahren. Sind jetzt knapp 32 Kilometer gewesen. Ich kann euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Verlasst eure Touristen-Hotel-Lobby-Bubble und fahrt wirklich mal etwas außerhalb. Und schaut euch an, wie die Gegend außerhalb aussieht und wie die Menschen wirklich leben. Es ist anders, aber es ist... Also ich feiere es, ich liebe es. Es ist so herrlich unperfekt, finde ich. Überall liegt mal was rum, es ist nirgendwo gemäht gefühlt am Straßenrand. Manchmal sieht es auch echt scheiße aus, aber es gehört einfach dazu. Es wirkt sehr echt und authentisch. Das liebe ich gerade. Ich bin auch das erste Mal auf Mallorca. Thumbs up, Digga. Das ist einfach richtig, sein Bike hier mit herzunehmen. Ich habe wirklich überlegt, ob ich das machen soll. Oder ob ich mir hier eins miete, aber war genau die richtige Entscheidung. Wie geil das bitte ist, Alter. Knapp 50 Kilometer auf Uhr. Ich gönne mir jetzt ein paar kleine Snacks, noch mal ein bisschen Energie tanken. Ich bin jetzt am Tramontana-Gebirge angekommen und werde gleich den Col de Soler hochhacken. Heute werden die Bretter anders gebohrt, Leute. Ich 3 Gänge hochschalten und Abfahrt, sage ich euch. Ja? Ich bin schon ordentlich im Arsch, Alter, und ich muss die ganze Strecke auch wieder zurückfahren. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird, aber ich werde alles geben. Ich werde so reinscheißen, Leute. Ich weiß das schon. Ich werde so abkacken auf dem Rückweg. Anstrengend wie Scheiße, aber das ist es. Das sind die Momente, wofür ich aufstehe. Einfach spüren, dass man lebt, was Geiles erleben. Mal ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone treten. Und mal seinen Schweinehund ein bisschen bekämpfen.
Freunde, schaut euch einfach diese Aussicht an. Oh mein Gott, das ist hübsch. Wir sind jetzt auf, ich kann es gerade nicht sehen, auf knapp 800 Höhenmeter. Also nee, ich habe 800 Höhenmeter schon in der Beine, Leute. Macht euch mal einen Begriff, das ist ja ultra krass. Und so wie es aussieht, habe ich auch noch ein paar vor mir. Auf der anderen Seite geht es dann runter zur Bucht von Col de Sorier. Und ich hoffe, da gibt es mal einen kleinen Latte Macchiato. Es ist jetzt auch schon 15 Uhr. Das könnte eine ganz knappe Nummer werden bis zum Abend im Hotel. Ich glaube, ich bin jetzt oben angekommen. Es sind 800 Höhenmeter bis jetzt. Ich würde mal sagen, hier geht es jetzt mächtig bergab. Da habe ich am meisten Bock drauf, ne? Also bergab kann ich ja. Freunde, ihr habt die Abfahrt gesehen, eine richtig wilde Nummer. Oh mein Gott, ich bin noch nie in meinem Leben so schnell einen Berg runtergefahren. Das war geisteskrank, ich habe mir so heftig in die Hose geschissen. Ja, die anderen Rennrad-Guys getroffen, wo sich gerade eben noch herausgestellt hat, dass das richtige Spaß waren, haben mich ausgelacht, weil ich einen Aero-Helm habe und eine Arschrakete an meinem Rennrad. Ja, ich bin halt ein bisschen anders. Bucht von Santa Lobra. Ultra hübsch, mega geil hier. Ich bin jetzt erstmal in einem Restaurant, esse eine Kleinigkeit und trinke einen Cappuccino. Oh, ich würde sagen, das sieht doch ganz lecker aus. Dann probieren wir das mal. Schön immer die ganzen Soßen mixen, das ist wichtig und richtig. Boah, Digga, das ist ja anders lecker. Geil. Das schmeckt richtig gut. Habe ich wieder genau die richtige Wahl getroffen. Vorne fertig gegessen, getrunken. Es hat sich ultra gelohnt, hierher zu kommen. Es ist einfach unbeschreiblich schön. Ich meine, guckt euch das bitte an. Das ist der Oberhammer. Aber nichtsdestotrotz, ich muss jetzt wieder zurück. Es ist 15 Uhr jetzt. Also 4 Stunden brauche ich auf jeden Fall. Ich habe 3 hierher gebraucht. Ich könnte weinen. Aber egal, wir bügeln los, Leute. Real Talk. Der Berg, den wir heute Morgen hochgefahren sind am Anfang, das war ja ein Witz. Das war wirklich einfach ein Witz gegen das, was mir hier jetzt bevorsteht. Das war nur die Straße zum Col de Soler. Ihr erinnert euch, die Straße, die ich mit 12.000 km/h vorhin runtergeknallt bin. Die muss ich jetzt wieder hoch. No joke. Ich weiß nicht, was ich mir da eingebrockt habe. Ich werde auf jeden Fall erstmal mein T-Shirt ausziehen. Und dann werden wir mal angreifen. Heftig, wirklich heftig. Ja.
zurück an Maschinenraum! Wir brauchen mehr Kohlen! Ich bin wieder oben angekommen, Leute. Knapp 12 Kilometer, 700 Höhenmeter gewesen oder 600. Ja, jetzt habe ich erstmal einen kleinen Snack zu mir genommen. Und jetzt donner ich das ganze Ding hier wieder nach Hause. Runter natürlich. Und fahre nach Hause zum Hotel. Brauche noch knapp 2,5 Stunden. Und ich habe Bock. Jetzt geht es ja wieder bergab. Da habe ich wieder gute Laune. Der Tag war wirklich eine 12 von 10. Er hätte nur noch besser sein können, wäre meine Auxi mit dabei gewesen und hätte das miterleben können. Es war der Ultrahammer. Ich brauche da keinen Film von machen. Die Luft ist raus, Alter. Ich dachte, das ist clever, nicht wieder durch Palma zu fahren zurück. Aber ich habe seit 20 Kilometern kein Wasser mehr. Holy crap, Mann. Ich bin am Arsch, Leute, am Arsch! Leute, Real Talk. Wäre jetzt nicht in der Tankstelle gekommen, wären, glaube ich, gleich die Lichter aus gewesen. Digga. Einfach seit 2 Stunden kein Trinken mehr. Ah, wie dumm ich bin. Ich dachte, nö, fährst mal nicht durch Palma, da sind wieder so viele Ampeln, ey. Pff, richtig peinlich, ey. Das sind jetzt noch 9 Kilometer bis zu meinem Hotel und ich sitze hier und mache eine Getränkepause. Puh. Junge, Junge, Junge. Ich habe fertig, Mister. Das ist jetzt irgendwie das 7. Mal, dass ich auf dem Rennrad sitze, ne, auf einem richtigen Rennrad und so eine Tour mache. Und das, was für ein unbeschreibliches Gefühl, diesen Berg mit 60, 70, 80 Klamotten runter zu knallen, sodass in den Kurven der Vorderreifen einfach anfängt zu säuseln. Unbeschreibliches Gefühl, so geil. Wirklich, anfangs dachte ich ja nur, komm, Rennrad und zur Salma Cycle Tour. Und danach weiß ich nicht, ob ich es weitermache. Aber, also die Entscheidung ist ganz klar. Das ist absolut ein neues Hobby. Das ist krank. Das hat so viel Bock gemacht. Junge, 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 Junge. Ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, ob ich Gras fresse, um ein bisschen Flüssigkeit zu bekommen. Oder aus einer Pfütze trinke. Pfütze habe ich aber nicht gefunden. Ein Bach auch nicht. Ach, ich wollte auf einer Ziege schon an einer Zitze lecken. Ach, zum Glück ist eine Tankstelle gekommen, sag ich euch so, wie es ist. Ey. Alter Schwede. Leute, ich bin wieder im Hotel angekommen und ich muss euch sagen, ich war so im Arsch gestern. Oh mein Gott. Aber es war einfach eine geisteskrank geile Tour. Wir sind 124,55 Kilometer gefahren, haben eine Vertical Elevation von 1700 Höhenmetern knapp und eine Maximalgeschwindigkeit von
181, das wäre natürlich noch kranker. Nein, von 82,3 km/h, was geisteskrank ist. Ich hatte in meinem Leben doch nie so eine Erfahrung. Ich bin noch nie so schnell einen Berg runtergefahren und schon gar nicht mit einem Fahrrad. Ich habe Hunger auf mehr, versteht ihr das? Ich freue mich so dermaßen auf die nächsten Touren und bin gespannt, was da noch kommt und wie ich mich auch verbessern kann. Weitere Strecken, höhere Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich habe so Bock. Ich nehme euch natürlich wie immer mit. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, ein Follow oder abonniert meinen Kanal. Das wird mir super helfen. Ich habe Bock, Leute. Ich habe einfach Bock. Ich sag ciao, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Moment ist gekommen, wo du meinen Kanal abonnieren kannst.